Und das ist übrigens ein Punkt, den ich bei den Ratingagenturen, die ja viel in Rede sind, also den Agenturen, die bewerten, ist ein Institut, ist ein Angebot sicher oder nicht sicher. Die müssen zum einen getrennt werden von der Konstruktion von Produkten, aber denen muss auch, meine ich, auferlegt werden, nicht nur über die monetäre, sondern auch über die realwirtschaftliche Verwendung von Finanzprodukten zu entwickeln. Dass das geht, zeigen eine ganze Reihe von nachhaltigen Ratingagenturen, die sich aber dann wiederum nur auf die Frage der Nachhaltigkeit beschränken. Aber das geht, das ist erprobt, das funktioniert, das muss nur generell im Markt zur Vorschrift werden, dass man auch über die realwirtschaftliche Verwendung Rechenschaft ablegen muss, damit der Anleger die Entscheidungsgrundlage hat, die ihm heute fehlt. Und auch bei der, ich hatte die Vermögensinflation ja schon erwähnt, das ist ein weiterer dringender Punkt der Regulierung, wo ich auch eine Chance der Diskussion im Moment sehe. Die Vermögensinflation muss genauso erfasst, muss genauso bewertet und muss genauso bekämpft werden wie die Inflation bei Gütern und Dienstleistungen. Und dann werden wir zu einem interessanten, erstens zu einer interessanten Diskussion kommen, nämlich was ist ein Unternehmen wirklich realwirtschaftlich wert? Die Frage muss man beantworten an Aktienmärkten. Man kann nicht sagen, es darf grundsätzlich keine Aktienpreissteigerungen mehr geben. Aber die müssen realwirtschaftlich begründbar werden. Und das Gleiche gilt für Immobilien, das Gleiche gilt insbesondere für Rohstoffe auch. Erinnern Sie sich an Mitte letzten Jahres, wo wir die Situation noch hatten, dass die Rohstoffe durch Spekulation so hoch im Preis gestiegen sind, dass sich eine ganze Reihe von Ländern keinen Weizen mehr leisten konnten, wegen der nach oben getriebenen Spekulation. Also da werden sich zum einen notwendige, interessante Diskussionen daraus ergeben, aber im Endeffekt wird auch deutlich werden, dass Kapital zu viel da ist. Und dann wird die Frage entstehen, was mache ich denn mit zu viel Kapital? Wo wird denn wirklich Kapital noch gebraucht? In welchen Bereichen? Sie werden natürlich sagen, an Universitäten, wo auch sonst. Was absolut richtig ist. Es gibt viele Bereiche, wo wir über Tage, Wochen und Jahre darüber diskutieren, dass dort kein Kapital da ist, dass dort keine Investitionen getätigt werden in Bereichen, wo es dringend erforderlich ist, und sicherlich im Bildungsbereich, im sozialen Bereich und in anderen Bereichen, wo das Kapital hingehört. Und im Moment staut es sich überflüssigerweise in Märkten, die das Kapital offensichtlich nicht brauchen, im Gegenteil, wo es schädlich ist. Also bei dieser Vermögensinflation. Und damit wir dann noch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben, ich habe auch vorher gesagt, länger als eine Stunde einen Vortrag würde ich mir auch ungern anhören. Und da wir jetzt eine Stunde haben, vielleicht noch zum Abschluss, weil wir gerade über Bildung sprechen, den letzten Punkt, der, glaube ich, langfristig einer der wichtigsten ist. Wir brauchen eine breit angelegte Bildungs- und Aufklärungskampagne über diese Sachverhalte. Das Thema kommt in den Schulen nicht vor. Also der Bereich, der unser gesellschaftliches Leben im Moment und in den letzten 20, 30, 50, 100 Jahren vielleicht sogar, aber insbesondere in den letzten Jahren am allermeisten prägt, kommt in den Schulen so gut wie nicht vor. Also die Frage Wirtschaftskunde, Ökonomie, Gemeinschaftskunde ist ein Fach. Ich sage das vorsichtshalber, sollte ich vorher immer fragen, ob ein Lehrer da ist, aber nach meiner Erfahrung ist das so, diesen Unterricht gibt es natürlich. Ganz, ganz wenige Schulen haben dafür ein Konzept. Bei den meisten ist es so, wenn der Lehrplan verteilt ist, wird zum Schluss gefragt, wer hat noch Stunden übrig? Und der kriegt dann die Gemeinschaftskunde oder Wirtschaftskunde zugeteilt. Es gibt ja heute Internet und Wikipedia. Da wird man sich ja das wohl holen können, was man dafür braucht. Und so ist ein bisschen überzeichnet, ich räume es ein, aber die Bildungsfrage in den Schulen und natürlich auch in den Hochschulen müssten diese Fragen wissenschaftlich
und in der Lehre viel mehr untersucht werden. Also wie sind eigentlich diese Entscheidungswege innerhalb unserer Wirtschaft? Also ich glaube, wir brauchen da eine breite Kampagne, denn wir haben es ja auch mit einem Mythos der Komplexität immer zu tun. Also so habe ich aber, vielleicht ist es mir in einem oder anderen Punkt gelungen, das die Sachen ein bisschen einfacher darzustellen. Aber, und damit höre ich dann wirklich auf, meine Lieblingsanzeige ist schon ein bisschen her. Die war so, da hat eine Bank angeboten, einen Einlagenzins 5%, ein Kreditzins, also war ein bisschen was hinter dem Komma, ein Kreditzins 4% und ein kostenfreies Girokonto. Also ich habe mich nicht versprochen. Einlagenzins 5, Kreditzins 4, kostenfreies Girokonto. Muss man da wirklich die höheren Semester der Betriebswirtschaft gesucht haben, um nachzuvollziehen, dass da irgendwas nicht stimmen kann? Und da kommt wieder unsere Schizophrenie in Bezug auf den Bedarf zum Tragen, nicht? Also der Geld anlegt, der sagt, ja super, 5% gibt es sonst nirgends. Der den Kredit braucht, sagt, oh, 4%, das ist unter dem, was ich woanders angeboten kriege. Und der den Girokonto haben will, der sagt, naja, also umsonst fand ich immer schon gut. Und die super Schlaue, die gehen natürlich her und sagen, da kann ich meinen Kredit aufnehmen und wieder anlegen, mache einen Zins. Ja, sie lachen, aber so ist das. Das ist die Welt, in der wir leben. Und lesen Sie mal Verbraucherzeitschriften über den Finanzmarkt. Ich empfehle Ihnen die Lektüre von Finanztest, da steht nichts anderes drin. Genau in dieser Welt leben wir und das ist doch so offensichtlich. Da werden Kunden, entweder werden da Kunden gekauft und diese Bank muss mit diesem Kunden Provisionsgeschäft nachmachen. Sonst zahlt sie drauf. Und das ist selbst nicht die Absicht der GLS-Bank. Also es geht gar nicht anders. Also entweder kaufe ich mir riesen Risiken ein oder die Bank muss mich nachher, man kann es auch unschön ausdrücken, mit Provisionen schröpfen. Sonst kann das nicht funktionieren. Und das ist so offensichtlich für mich wie eigentlich sonst was. Aber sozusagen der schizophrene Bedarfsmensch, der sieht eben nur diese eine, was gerade für ihn passt. Und deswegen sage ich, wir brauchen eben eine breit angelegte Bildungs- und Aufklärungskampagne. Vielen Dank.